Und jetzt legen wir einfach mal los hier. Wir legen schon los. Ja, hallo, wird das auch erlaufen hier? Geil, wir sind schon auf Sendung. Hi. Ja, und willkommen zurück bei Mega Man an. Mega Man X. Ja. Wo auch immer, wie auch immer, wo soll ich denn hingehen? Was ist denn, ja. Ich geh mal einfach, Also du hast die Wahl zwischen Large Octopus, Armored Armadillo, Storm Eagle, Flame Mammoth, Boomerang Kuwenga, Sting Camellia und wieder Batman Drill. Ich gehe mal hier hin, was das auch immer ist. Moment mal, könnt ihr die ein bisschen da läuft sie jetzt. Moment mal, ich habe jetzt gar nicht nach der Steuerung. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Ich hoffe, die Steuerung ist noch beibehalten. Hat nicht wieder total... Ja. Wenn du sie nicht geändert hast, dann sollte sie so geblieben sein. Normalerweise ja. So wie bei Mega Man 7. Ja. Wo kann ich... Konnte man hier nicht auch... ja, doch, dashen konnte man. Warte mal, ging das hier auch? Ja, man konnte einen Dash-Sprung machen, stimmt. Aber hier ist eine Scheiße. Ach, verdammt, ich habe den Scheiße eingestellt. Keine Ahnung, was du meinst. Es gibt auch so einen Dash-Sprung, ne? Ja. Ups. Den hast du auf A, glaube ich, gemacht. Auf B war springen, Y war schießen, X war untätig, L war Waffenwechsel. Und wenn du zweimal in eine Richtung stellt drückst, dann dasht er auch in die Richtung. Okay. Also kann man dann auch so ein, wie in, war das? Warte mal, in Weißsilber oder so, Rotgoldstätte Weißsilber, konnte man nämlich so einen Dash-Sprung machen. Ey, Kollege, bleib mal ruhig hier. Du kannst auch was klettern, was finde. Ja, und ich kann das Spiel gar nicht mehr. Boah, ich dachte ja. Zu lang her. Du kannst nichts mehr. Ich konnte noch nie was in dem Game. Oh ja, ein ganz voller Part ohne irgendwelchen Fortschritt. Irgendwelche Sinn. Das war so, ne? Normale Spieler spielen, das vergleichen wir mit Fahrradfahren, ja, ne? Du bist jemand, der braucht Stützräder für das Spiel. Ich bin ein was? Ich sage, normalerweise, ne, gibt ja auch richtig, lernt Fahrradfahren sofort. Ne? Ach so, ja, ich spiele mit Stützrädern. Oder genau. Wie? Ja. Aber ich fall trotzdem auf die Fresse. Ja. So, Moment mal. Bam! Oh, diesen Jumper. Hoho. Oh, fucking hell. Lass mich in Ruhe. Feel the fire. Secrets möchtest du selber finden, oder? Was möchtest du selber finden? Secrets, also so Item. Ja, klar. Ich werde sowieso keine finden. Aber Secrets, wir brauchen schon Secrets. Brauche ich nicht. Okay, so, gut. Oh Gott, was mache ich denn da? Verdammte Scheiße! Das war nicht was so geplant! Das war definitiv zu weit. Ich dachte, ich könnte so einen ganz skilligen Jumper machen. Ah, der war auch skillig in den Tod, muss man sagen. Wo war das Aufnahmelimit? 10 Minuten? Ja, 10 Minuten. Bis bei 3:47. Ja, ich kann das ja im Augenweiten und so sagen, ne? Auch am läuft nicht oder so. Was ich hier mache, ist mir ein Rätsel, ein großes Rätsel. Gegner, die den nicht töten, muss das einfach in Ruhe. Ja, ich vergesse sowieso immer, wo ich lang muss. Mega Man, du nur dumme Nutze. Was soll das denn werden? Sterben. Hat sich gereimt. Ja, auch wert. Okay, jetzt geht's hier wieder los mit den Peinlichkeiten hier. Vielleicht liegt's ja auch daran, dass du mit Tastatur spielst. Ja, ich könnte natürlich jetzt Ausreden finden. Es liegt an der Tastatur, aber... Mal ganz ich ehrlich. Ich meine, dass selbst ein Funk-Real-Problem hatte mit Tastatur. Oder lieber auf Gamepad zurückgegangen ist. Gut. Was mach ich da? Ach, ich wollte ja das Passwort ansehen, genau. Das mach ich. Ja, auf den Gottemod, der Tod. Ich wollte nur das Passwort ansehen. Nochmal! Weil ich das Passwort aber genau im Auge behalten wollte. Ja, ich.
muss halt gute Ausreden haben, ne? Also muss ich von meinem Chef auch immer haben. Also gute Ausreden müssen her. Obwohl die nicht gut war. Aber ich sehe schon, komm, der Endboss, der wird dich ficken. So richtig durchficken. Ich fick das ganze Spiel. So, und jetzt pass mal auf, jetzt zieh dir den rein. Hua! War nicht vorbeigesprungen. Hua! Was? Mega Man, du dumme Bitch! Hör auf damit! Ach so, falls du es nicht wusstest, das ist eine andere Version von Mega Man, ne? Es ist nicht derselbe. Ja, es ist aber genauso behindert, also ja. Dass er verwandt ist mit ihm, das merkt man schon. Also er wurde halt aus einer neuen Maschine gebaut. Wenn das Vieh dich greift, einfach loslassen mit dem aufgeladenen Schuss. Das müsste er erst wie eigentlich erledigen. Wenn sich gefragt hat, muss es eigentlich noch treffen. So, jetzt aber. Huah! Fick dich, Bitch! So. Aber die ganzen Secrets kannst du ja in meinem Video sehen, wenn das dich interessiert später. Ja, also ich will ja eh meine 100 Parts hier mit vollkriegen, also ja. Das war halt so noch zu Zeiten, wo ich mir den Let's Play noch nicht zugetraut hatte. Auf Mangel von Wörtern, die ich sage. Weil ich dachte, jetzt kommt die Ausweichskill. Muss ich verbessern. Im Moment. Energie! Gnadenenergie! Und das Spiel leckt wie ein Haufen Scheiße! Das ist nicht gut. Solltest vielleicht mal dein Internetbrowser bei mir jetzt mal schließen. Wäre vom Vorteil, habe ich ganz vergessen. Mach ich gleich. Vielleicht hilft das ja. War bei Rosenkreuzfilette auch hilfreich. Da, das leckte vorher wie scheiße, aber dann lief es gut, wenn ich den Internetbrowser schließe. Ich glaube, du sagtest auch, dass das hier wie scheiße leckt, ne? Ich sag mal so, der Schadstoff ist oft sehr, sehr lustig, die Gegner schneller zu erledigen. Ja, möglicherweise. Haha, hast du diesen Sprung gesehen? Hast du diesen Sprung gesehen? Hast du diesen Sprung gesehen und diesen Sprung? Meine Fresse, und schau dir diesen Sprung an. Ich bin so skillig. Mal sehen, wie lange. Voll skillig. Achso, es gibt auch so Plattformen, die stürzen einfach ab, ne, wenn du drauf landest. Geil, dann weiß ich ja schon mal, wo ich gleich lande. Unten. Aber du erkennst die Idee, weil sie anders aussehen, ein bisschen. Die da rauchen oder sowas. Muss halt nur darauf achten, wenn sie jetzt ein bisschen anders wirken. Och, könntest du bitte auf uns zu lecken spielen? Ich wäre dir sehr verbunden. Nein! Gut. Ich hab Schiss gekriegt. Hat man gemerkt. So. Und nochmal das Ganze. Ich weiß nicht, warum Binra offen ist. Ich wollte. Da war Mega Man X drin, deswegen. Weil ich das andere nicht gefunden habe, meine einzelne ROM. Ja, aber die RA oder ZIP-Datei, die kannst du auch öffnen direkt im Emulator. Ja, ist egal. Ich musste nicht extra packen. Wahrscheinlich zieht ja nicht. Das zieht nicht viel Leistung in RA. Huah! Ein Leben! Ein fucking Leben! So gesagt haben. Ich will dieses von Leben. Rechts ran. Die, Bitch! So. Lauf, Schlampe, lauf! Das Leben. Ich hab das Leben. Ach ja, die Metals. Ja, hier heißen sie endlich Metals, ne? Vorher heißen sie Metals. Genau, korrekte Sache. Das siehst du auch nachher in den Credits, da heißen sie Metals. Das war ja gewagt und dumm. Ich glaube, das war Metal C15, Metal Tool C15 Euro. Ja, möglich. Kann man nur so schlecht spielen wie ich? Ich weiß es nicht. Und das Aufnahmeprogramm stoppt jeden Moment. Aber vielleicht sterbe ich noch einmal vorher. Ja, die fallen bestimmt runter. Ja, das sind die runterfallen, gemeint. Und du bist gleich beim Boss. Niemals. Ich erreiche keine Bosse. Das ist eine Regel. Wenn ich so spiele, sowieso nicht. Ist das eine Leiter? Ja, das ist eine Leiter. Du kannst rechts runter. Rechts runter? Ja, aber dicht an der Wand runter. Bitteschön. Okay, danke sehr. Und jetzt hier, ist das hinter uns drauf oder nicht? Ach egal, jetzt müssen wir erstmal. Du kannst da auf die Plattform links rüber. Okay, aber wir müssen noch kurz warten. Weil das Aufnahmeprogramm das, ja. Endet in 7 Sekunden.
Ja, genau. 5, 4, 3, 2. Ja, und weiter geht's hier mit dem Gefehle. Ich sagte, es geht weiter. Genau, mit dem Gefehle. So. Rauf auf die Plattform, hab keine Angst. Bring einfach nur Nein! Okay, das war jetzt nicht Oh, dich nicht beschissen. Das war das. Ein normaler Sprung tut's auch ohne Dash. Was? Das leckt? Hat gerade geleckt, weil das sich geladen hat. Das ist die ersten paar Sekunden leckt es immer. Achso, okay. So, und jetzt kommt der Boss. Hier ist Dash wichtig, ne? Dass du nicht unter den Fuß wirst. Und meistens visiert er dich an wie Jetman. Ich kann nicht, wie ging denn das schon? Ups, warum habe ich jetzt irgendwas geschlossen? Du hast ein... Bist du auf die Eis gekommen? Ja, irgendwie schon. Ich weiß nicht. Oh, fucking hell. Das ist das, was ich meinte mit Jetman verglichen. Gleich. Er zieht dich da an. In dem Modus kannst du ihn aber, wenn du es rechtzeitig machst, treffen. Also ich finde, er ist einer der einfachen Typen. Ja, für dich schon, ja. Aber ich stelle mich wieder was ist intelligent an und krepier hier. Also bei, hast du bisher No-Hit? Ja, bisher, ja, und gleich macht er mich No-Hit. Für den Rest des Kampfes. Ich kenne mich doch. Also ich bin mal gespannt, wer es besser schlägt, du oder Osoma. Das ist eine gute Frage. Ich glaube Osoma, weil der ist nicht ganz so fail in Mega Man X wie ich. Er hat den noch nie gespielt. Der schön, du Nutte. Aber sowas eben unnormal mit Skill. Er braucht zwar vielleicht ein bisschen, was normal ist, aber er kommt schnell rein. Ja, das stimmt. Er kann auch mehr Spieler als ich. Ich kann ja nur Mega Man. Aua, du kleine dreckige Bitch. Das war's mit dem No-Hit. Ja, ich hab grad schon die Vögel getroffen. Hätte ja fast angeben können mit First Try No-Hit, Buster Only. Ja, ich kann ja nichts angeben. Weil ich einfach nur hier mal getroffen werde und da mal getroffen werde und... Wo er auch immer ist jetzt gerade. So, da ist er. Verpiss dich, Junge! Ach, was ich noch so weiß, ist, dass wenn du im Dash schießt, der wohl ein bisschen stärker ist, der Schuss. Ja, weiß ich nicht. Also, das kam mir jedenfalls so vor. Das wird halt innerhalb des Spiels aber nie gesagt. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch, sagte ich. Nein, verdammte Scheiße. Nein. Ah, das war mir schon vorher klar, weil ich wieder so schlecht bin. Oh, du hast ja gleich noch genug Leben. Mein Anti-Skill mal wieder. Aber dann geht der Kampf gleich direkt los, ne? Weil die Plattform mal zerstört ist. Ohne Tür. Ich hoffe, mein Mauscursor auf Doom ist übrigens nicht im Bild. Ich weiß nicht so. Ich sehe keinen Zeiger. Also wie es auf der Aufnahme ist, weiß ich nicht, aber ich sehe ihn nicht. Okay, dann ist ja gut. Also der Emulator blendet die Maus eigentlich aus. Ich bin einfach schlecht in dem Spiel. Ich weiß nicht warum, aber... So ich bin einfach öfter mit dem fetten Schuss zu treffen. Okay. Und nicht versuchen, nicht von ihm treffen zu lassen. Das wäre von Vorteil. Yep. Also der Schuss macht mehr Schaden und hat eine höhere Reichweite. Dash doch bitte. Ich wäre dir verbunden, wenn du das... Ach ja, danke. Aber ich meine, man kann einen kurzen Moment vorher hören, wenn er anstürmt. Stimmt. Ich meine, es ist so, wenn du Kopfhörer hast, kannst du auch orten, ob links oder rechts. Möglicherweise. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe meist nicht die Zeit darauf zu achten, wie ich gegen ihn kämpfe. Und als ich das letzte Mal gespielt habe, ich überhaupt Boxen gespielt, da mache ich das sowieso nicht. Besonders, weil ich links mehr höre als rechts. Ja, ich höre, ja,
Nix außer. Also ich sage mal so, es ist merkbar ein Lautstärkenunterschied, was ich höre. Mega Man, würdest du. Oder X von mir aus, mir ist es scheißegal. Mega Man, scheiße. Würdest du bitte mal ja dich umdrehen und ihn töten? Auch danke sehr, dass du es auch mal machst. Das war der zweite. Und das innerhalb, man kann auch sagen, der ersten Aufnahme, ne? Ja, im Grunde aber schon. Dass ein Part zusammengeschnitten wird. Ja, das ist ja. Lief jetzt etwas schneller als erwartet. Tja, da brauchst du keine 8 Parts. Naja, aber für den ersten Boss. Storm Tornado. Sturm Tornado. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts wir eigentlich sind. 9? Ich weiß es nicht, das mit dem 8 Parts war gerade geschätzt. Vielleicht ist es auch der 4. Vielleicht auch der 10. Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Ja. Ach, gut, ich habe mich jetzt daran orientiert, weil du das vorher dachtest. Ja. Okay. Nein, ich will da nicht rein. Ach, verdammte Scheiße. Besser wieder raus. Ich wollte es eigentlich nicht vorgehabt. Egal. Start. Start. Escape Unit. Ich für. Ach, Moment mal. Escape U, sag einfach. Escape Unit steht da nämlich nicht. So. Und wieder ein anderes Passwort. So, ja. 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 Wo gehe ich denn hin? Du möchtest ja keine Tipps haben, wer leicht ist oder schwäch oder so, ne? Nein, nein, ich gehe einfach irgendwo hin. Ich gehe einfach hier hin. Wenn du dann abfragst. Okay, du hast es ausgewählt. Dann kann ich dir schon mal prophezeien, wo wir sterben. Ja, das ist durchaus möglich. Ich kann dich, wenn du blind spielst, sehr doll ficken. Ja, mich fickt sowieso das ganze Spiel. Weil ich darin einfach schlecht bin. Ich sage mal, gleich bist du tot, nachdem die von der Plattform fliegst. Oder fast. Fast. Lasst mich in Ruhe, Leute. Ich habe euch nichts getan. Ihr könnt euch einfach mal gepflegt verpissen. Du hast die Verwandtschaft in der Pinguin Stage gekillt. Ja, ich töte ihre ganze. Aua! Sippe. Sippschaft. Genau. Hier geht's lang. Achso, wenn dich das hier mit deiner Schachtel trifft, bist du instant tot. Oh ja, das stimmt. Das habe ich noch im Kopf. Das haben wir auch mal gehabt. Haben wir das mal aufgenommen? Ich glaube ja. Oder habe ich. Ja, doch, wir haben das, glaube ich, mal aufgenommen. Daran wenn kann ich mich noch erinnern. Spaß haben wir es aufgenommen. Ha! Nein, nein, Mega Man, gut. Ich sagte dashen und springen. Und nicht behindert sein. Ich will nicht. Nee, es sind keine Energie. Also, du bist ein ziemlicher Lacker, oder? Also, hast viel Glück. Ja, ich ziemlich viel. Aber das damit ist gleich ein Ende. Nein, deine Mami, weg da. Oh, fucking hell. Aber ich meine, es gibt so ein paar Anspielungen auf Klassiker Mega Man. In einigen Stages. Und das Spiel gibt auch Anspielungen auf Anti-Skill, den ich hier gerade habe in Mega Man X, wie man sehen kann, weil ich hier überhaupt nichts gebacken krieg. Weg da, hoch da, hoch da, hoch da, hoch da, hoch da, hoch da. Warum töte ich die eigentlich nicht? Keine Ahnung. Egal. Das wird lustig. Okay, ich brauch das. Warum leckt ihr mir nicht einfach mal die Hoden in den Boden? Mit dem Nagel. Ja, genau. So, und jetzt aber. Boden in den Boden genagelt. Ich krieg einfach Energie. Ich kenne das Thema ja von Liv Floyd. Der hat mal da sein Video berichtet über. Tut völlig weh, Hoden in den Boden zu nageln. Ich hab's noch nicht ausprobiert, aber. Das hat so ein russischer Künstler gemacht als Protest. Oh, hau ab! Lucky! Weg da! 9 Minuten 40 gleich. Ja, ich weiß. 9:41. Jetzt. Yes. Komm ich da hoch? Nein. Nö, dann muss ich jetzt einen Cut machen. Du hättest den Typen töten müssen vorher, um da ranzukommen. Aber da springe ich noch rüber!
Nein, ich sterb vorher!